Ein weiteres Team aus der Mongolei. Die Sechstplatzierten bei der letzten Weltmeisterschaft 2021, Moondance, auch aus der Hauptstadt Ulaanbaatar, Benjamin Fellbusch und Ton Greten, die beiden europäisch aussehenden Herren, als Gastcoaches sozusagen oftmals in der Mongolei oder über Videokonferenzen am Training beteiligt. Cheftrainer Oyunbat Oyun Tsetsek und Saranku Ochirku. Danke, dass du mich das hast sagen lassen. Bitte gern doch. The Power of the Four Elements wird hier vertanzt. Eine beeindruckende Choreografie, wie ich finde. Nicht nur akustisch. Gab gestern übrigens im Vorfeld noch ein wenig Aufregung um das Outfit der Damen. Denn das Regelwerk sagt, ein Rock oder ein Kleid muss das Intimgebiet der Dame vollständig bedecken. Und bis gestern waren keine Fransen dran. Die wurden über Nacht von einer fleißigen Helferin hier in Braunschweig noch bis morgens um 4 an alle diese Bodysuits dran genäht. Los geht's. Power of the Four Elements. The power of the four elements to manifest anything you desire. Tänzerisch dargestellt, die Erde, Air, die Luft, Water, das Wasser, Fire is und das Feuer. Water is the blood in our veins.
as music for those who listen. Des Formationstanzens. Bin gespannt auf deine Meinung. Ja, was den Zuschauern hier sicherlich auch aufgefallen ist, diese klare Untertrennung von Einmarsch, Hauptteil und Schluss, die gab es hier gar nicht akustisch. Also war sehr schwer rauszuhören, da muss man wirklich einen Blick für haben. Und wir haben hier viele Highlights, viele Höchstschwierigkeiten gesehen und hier sehen wir in der Pirouette ganz rechts auch einen markanten Fehler, der so natürlich nicht passieren sollte. Die ganze Choreografie war mit vielen Höhepunkten gespickt. Jetzt haben wir hier noch eine Pirouette. Da sieht auf der ganzen rechten Seite, inklusive Mitte, ich will nicht sagen katastrophal, aber auf jeden Fall nicht gelungen aus. Trotzdem, oder eigentlich ist das schade, weil der Rest der Choreografie hat mir sehr gut gefallen. Es gab eine ganz klare Message und die wurde in vielen Elementen mit eingebaut und die wurde dementsprechend auch sehr gut vertanzt. Ich kann mir vorstellen, dass bei den Bremerhavenern der Blutdruck jetzt sehr hoch geht. Die zwei sehr offensichtlichen Fehler könnten natürlich die Mongolen Platz 2 kosten. Und das würde dann automatisch bedeuten, dass Bremerhaven schon Zweiter wäre. 7,75 bei den technischen Qualitäten. Das war erwartbar wegen der Fehler. Die Bewegung zur Musik aber sehr stark. Auch die Teamskills und natürlich die Choreografie bisher mit der Bestnote. Das reicht. Das reicht. Für die Führung. Zu Recht, wenn es nach mir geht. Gerade im vierten Wertungsgebiet, wir haben es vorhin schon kurz angesprochen, was die Inhalte sind. Das haben die hier einfach sensationell umgesetzt.